Grüß euch, ich bin der Graber Stefan, ich komme aus Viehhofen, das ist in Binzgau, in Bundesland Salzburg. Ich bin 25 Jahre alt, bin Forstwirt und Jäger. Wir bewirtschaften da am Bergwald einige Hektar. Und arbeiten da in einem Forstunternehmen. Ich zeige euch da heute ein Stückchen von unserem Wald. Wie man sieht, ist der Wald schon hübsch leucht. Das ist gut, damit junge Burschen schon zu einer Naturverjüngung wachsen. Für da sieht man Fichten oder ein Buch oder einiges an Ebeneschen. Was jetzt zwar nicht ganz so brauche, aber ich möchte schon einen Mischwald haben. Und wenn ich jetzt noch ca. 20 Jahre los, dann ist die Naturverjüngung auch schon dick da. Dann brauchst du aufforsten auch schon gar nichts mehr. Was ich noch gerne dabei hätte, sind Lärchen. Und Tannen sind schwierig, weil sie von Wild so verbissen werden. Aber dadurch, dass ich selben Jager auch noch bin, jetzt kümmere ich mich selber um einen Abschuss vom Wild. Wie man sieht, ist da alles steil. In so Wald ist eigentlich zu 90% nicht befahrbar mit einem Traktor. Wenn sie alles von Weg aus machen, sind aber zum Glück gerade erschlossen. Von die Wege her. Und bei den schlimmen Stücke, so wie da, da geht es ca. 300 Meter rauf. Da muss dann ein Forstunternehmer her, der was eine Seilbahn aufstellt und alles bergauf seilt. Der Berg ist alles ein aufwendiger, aber ich bin trotzdem froh, dass wir einen Wald haben. Mir taugt das. Vor allem, dass man über der Natur ist. Du kannst sehen, dass du mal ein Wild siehst, ein Rech, ein Rotwild. Und die frische Luft. Da sieht man vielleicht noch, von Ausblick sieht man nicht viel, was da ein wenig dichter ist. Was ich auch werde tun, ist die Käferkontrolle. Da schaue ich hin, schaue, ob ich irgendwo ein Bauloch finde oder Müll. Heute habe ich schon geschaut, zum Glück nichts gefunden. Bin ich aber froh, darf man auf Holz klopfen, dass wir keinen Käfer gefunden haben und der Wald gesund bleibt. Danke und habe die Ehre.